Der Eibsee in Grainau. Von dort geht es mit der Zahnradbahn ganz hoch hinauf auf die Zugspitze. Hier präsentiert Stefan Glowacz mit seinem Team einen neuen Hightech-Schlitten. Die Abenteurer planen Ende Mai eine Expedition nach Baffin Island, einer Insel zwischen Kanada und Grönland. Man kann ihn auf Schnee ziehen, man kann ihn als Rikscha umbauen, mit angesteckten Mountainbike-Felgen dann quasi auf harten Untergrund ziehen oder wenn kein Schnee mehr ist. Dann kann man in diesen Schlitten auch schlafen, in der Wand. Wir haben dann speziell ein Wandzelt dafür konstruiert und die Konstruktion schwimmt auch, wie man im Hintergrund sehen kann. Kann man die Schlitten zusammenbauen zu einem Raft und damit zumindest, so hoffen wir, kurze Fjordabschnitte überqueren. Neben der Unwissenheit über die Beschaffenheit der Natur lauern auch andere Gefahren auf die drei Freunde. Die größte Gefahr, die wir aber jetzt bereits wissen, werden die Eisbären sein, die latent dort oben vorhanden sind und die neugierig sind, die momentan jetzt noch ihren Wams angefressen haben von den Wintermonaten. Aber ich denke mal, sie werden neugierig sein, was sich da tut. Sie werden das Essen riechen und das wird sie nah rankommen lassen. Drei Männer, drei Schlitten, ein Abenteuer. Jeder ist mit 70 Kilogramm Gepäck ausgerüstet, mental und körperlich eine Mammutaufgabe. Zu essen gibt es nur das Nötigste. Bestehend aus einer Hauptmahlzeit, das ist eine Trockennahrung, die nur mit heißem Wasser aufgegossen wird für den Abend. Das sind ungefähr 250 Gramm pro Abend, pro Person. Dann ein Müsli in der Früh, 150, 125 Gramm. Und dann während des Tages eigentlich nur noch Powerbars. Fünf Riegel pro Mann, pro Tag, plus so Energiedrops, aber das war es dann schon. Alle drei besitzen jahrelange Kletter- und Bergsteigererfahrung. Auf ihren Reisen gibt es keinen Luxus. Das treibt die Abenteurer immer wieder an. Es ist ja nicht so, dass wir zivilisationsmüde sind, ganz im Gegenteil. Also ich genieße die Zivilisation wirklich in tiefen Zügen. Ich weiß einfach das Privileg zu schätzen, mich heute ins Auto zu setzen, 100 Kilometer zum Klettern zu fahren und am Abend wieder im Wohnzimmer zu sitzen. Das kann ich einfach genießen, vielleicht anders genießen, weil ich auch immer wieder aufbreche in solchen Regionen, wo ich unglaublich entbehren muss. Und dann bei diesen Reisen, bei diesen Expeditionen, da muss ich mich auf ein Minimum reduzieren und lerne eigentlich auch wieder zu schätzen, wie wenig man eigentlich braucht, wie wenig der Mensch generell braucht, um wirklich glücklich zu sein. Und das ist ein sicherer Lagerplatz, das ist ein warmer Schlafsack und eine warme Mahlzeit. Das ist alles, was man eigentlich braucht. Und alles andere ist Luxus. Auf Glowacz und Co. wartet ein riesiges Abenteuer. Und wir sind gespannt, was sie danach zu erzählen haben.